Willkommen zum nächsten Part der Escapist 2. Diesmal ist es von der Schwierigkeit ein mittleres Gefängnis. Und gehen Sie mit auch mal direkt zum Appell und trainieren ein bisschen. Direkt mal am Anfang. Damit wir einfach gegen die Wachen besser auskommen. So. Was sind die Duschen hier im Gefängnis? Na, gucken wir uns einfach mal was noch. Also das hier sieht schon mal nach Fluchtmöglichkeit aus. Dann haben wir hier Sportgeräte. Ist das der Trag für die Strafzellen? Dann sind hier oben Zellen, der Anschein macht. Hier oben wäre was für Mehrspieler. Krankenstation, da können wir nicht rein. So. Und die Flugzeuge fliegen hier. Hier ist ein Zettel. Alles regulär hier. Gott, die Flugzeuge. Ich glaube, ich mache den wohl. Schreibt mir, ob der Spießer und so in Ordnung ist, in die Kommentare. Und hier ist das Frühstück. Und essen wir nochmal schnell was. So. Dann geht es ein bisschen ans Lernen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mal in die Kommentare, denn dann könnte ich gerne auf die eingehen und sie euch auch beantworten. Ein Abo da lassen wir auch nicht, denn somit verpasst ihr nichts mehr auf meinem Kanal und bleibt immer ständig auf dem neuesten Stand. Und ja, ich würde mich freuen. So, jetzt lernen wir ein bisschen an unserem Verstand. Und ich hole mal kurz mein Glas und trinke einen Schluck. Ups. Jetzt. Passt. Arbeitszeit ist irgendwo da unten. Da gucken wir mal gleich nach. Und ja. Und jetzt kurzer Cut. So, ich bin kurz nach dem Cut. Jetzt sollte sich meine Stimme auch besser anhören. Und auf geht's zur Sportzeit. Wo wir erstmal gegen den Busch rennen. Und wir trainieren Stärke. Und können auch schon nicht mehr. Und haben hier oben hier schon die Duschen gesehen. Wo ich jetzt mal kurz duschen gehe. So, dann gucken wir mal uns weiter um. Gut. Und zwar gucken wir mal hier hinten. Uns um. Hier finden wir ein paar Pfeile, Seile.
Okay. So, was haben wir hier oben? Okay. So, dann gucken wir mal in diesem Pult, was da drin ist. Ein Schraubendreher wäre legendär. Das wir jetzt gleich finden. Und somit zu um da hinten, wo dieses Motorrad stand, in dieser Garage, dass wir da einfach mal hoch können. Dafür bräuchte ich einen Pult. Und das klauen wir dann einfach mal. Das geht also wirklich leider nicht. Nope. Trainieren wir mal ein bisschen Stärke. Und so, dann geht's auch gleich weiter. Wir bräuchten drei Eimer, damit wir hier gescheit hochkommen. So, haben wir schon einen Eimer. So. Mal schnell, was wir hier haben. Hoffentlich sehen die uns nicht. So, dann gucken wir jetzt gleich weiter, dass wir hier rauskommen. Diese Kameras sind wirklich gemein. Dann gibt es auch Abendbrot und ich werde erstmal zur Sanitätsstation getragen. Perfekt. Und das Flugzeug. Abendbrot, da können wir unsere Energie aufladen. Das perfekt dafür ist. So, jetzt gucken wir, wo wir hier reinkommen. Und von da unten können wir uns dann hoffentlich irgendwann hoch, damit wir drei Farbeimer haben. So. Dann essen wir hier mal schön. Und sehen uns noch bald hier mal komplett um. So. Und gibt's noch irgendwo Puls, die offensichtlich rumstehen? Nein. Also der größte Teil kommen wir aus den Zellen.
gut. Gucken wir hier nochmal rein. Schraubendreher. Perfekt, die bunkern wir bei uns erstmal. Ich brauche Farbeimer. Gehen wir einfach zur Arbeit. Keine Aufmerksamkeit. Regen, was haben wir hier? Gärtnerei. Ist gut. Dann gucken wir mal hier uns um. Hilfe! Gemein, Duschzeit. Davor gehen wir aber noch kurz trainieren. Bevor wir einfach da sinnlos hinlaufen. So. 70 Stärke. 72 Stärke. Ich glaube, das reicht, um hier rauszukommen. So. Einmal duschen, damit wir unsere Energien voll tanken. Dann geht's auch gleich weiter. So, können wir jetzt hoffentlich nochmal schön plündern. Ja, perfekt, Freizeit. Böse. Somit müssen wir leider unsere Zelle hoch. Nein, ich bin nicht hier. Ich will jetzt mal eine Wache, die so ziemlich alleine steht. Das war mehr wie sinnlos. So. Eine einsame Wache, die alleine irgendwo rumsteht. Das habe ich schon gehört. Okay, es hat keinen größeren Sinn. Du musst doch irgendwo eine alleine rumlaufen. Genau so krieg ich ein. Ist eventuell leicht riskant. So. Willkommen mal, Wärter. Oh, ich durchsuche ein Pult von jemand anderem. So. Jetzt müssen wir hier kurz warten. Dann können wir auch hier rumlaufen. Wenn die Kopfhörer jetzt aussehen wie Haare. Auch schön. Zwar, ich weiß nicht wie.
Das wird jetzt vielleicht ganz knapp mit der Zeit. Aber ich glaube, wir kriegen es trotz allem hin. Nein, 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 böse. Ja, ich hab's reingelegt. Perfekt. Jetzt habe ich nämlich eine Werterüstung und habe gesucht. Null. Perfekt. So, dann sag ich mal, wenn die Folge jetzt nicht gleich aufhört, war's das, weil die Folge sich so noch in die Länge streckt. Und wenn es weitergeht, zeige ich die ganze Folge mit Ausbruch. Und somit sage ich willkommen zum nächsten Part. Wie schon in der letzten Folge angekündigt, wird es noch in die Länge ziehen. Und somit. Lol. Und somit gehen wir dann hier in unsere Zelle. Ziehen uns um und können jetzt auch Pult ohne Aufmerksamkeit zu erregen durchsuchen, was hier glaube ich Vorteile hat, weil ja die Zellen videoüberwacht sind. Und dann fangen wir mal hier an durchzugucken. Er hat einmal so, er hat auch nichts mehr, obwohl Klebeband kann man nie nicht gebrauchen. Nächster Farbeimer. Mal weiter. Nein. Noch ein Farbeimer. Jawohl. Dann tun wir die hier mal alle bunkern. Und danach gucken wir mal, was mit dem Motorrad auf sich hat. Und dann könnten wir es eventuell reparieren. So, dann einmal reinlaufen, wieder rauslaufen, die drei Eimer holen und dann noch den Schraubendreher und dann gucken wir mal, was sich da unten befindet. Schön ist denn. So. Dann einmal die drei Eimer. Geht dann ins Pult. 1, 2, 3 und den Schraubendreher. So, jetzt gehen wir nach da unten in den kleinen Raum und nehmen die Eimer und haben jetzt so eine und jetzt können wir hier oben nämlich aufdrehen. So, schneller aufdrehen. Ihr könnt gerne ein Abo da lassen, damit ihr keine weitere Folge auf von meinem Kanal verpasst. Und ja, wir sind jetzt nämlich gleich hier unten. Und so, nehmen wir jetzt erstmal das Pult. Den Ding erstmal hier hin. Uns treiben. Okay, wir bauen einen Mentos-Antrieb. Und was brauchen wir denn für so eine Antrieb? So, haben wir es. Ja, einmal Mentos und so eine gelbe Dose. Jetzt gehen wir mal hier runter.
bereiten wir uns schon mal vor, dass wir uns mit einer Schere rausgraben müssen. Einfach nur feilen und Klebeband immer. Hier hat man einfach Pfeile, Pfeilen und Klebebänder. Und passt das. Was du für das direkt klappt. So, und jetzt können wir es da reinlegen. Bis zum Morgengrauen. Oh, ein neuer Tag. Tun wir nach Mentos nochmal. Und deshalb jetzt der Timelapse, wenn ich keinen Mentos finde, gehen wir einfach dann per Schere raus, durch den Zaun schneiden. Aber wenn wir jetzt gleich welches finden, sag ich mal, sehen wir uns dann nach der Timelapse wieder. Ich bin's nach dem Cut. Wir haben jetzt doch Mentos schon gefunden und den dann einfach mit dem Motorrad dann abhauen. Und deshalb habe ich die Timelapse beendet. Wieder. So. Jetzt müssen wir noch gucken, dass uns nicht groß Wachen begegnet. Sonst hätten wir ein kleines Problemchen, aber das denke ich mal nicht. So. Somit gehen wir jetzt hier auch raus und hauen dann mit unserem Mentos-Antrieb ab. Mentos-Antrieb. Provisorische Raketendüse ist am Start. So. Und dann. Super. Auf geht's. Jawohl. Und wir sind draußen. So, dann das nächste Mal war das das mit dem Gefängnis Camp Kapau. Und gucken dann mal, wie es dann beim nächsten Mal weitergeht. Ob wir wieder geschnappt sind oder endlich frei sind, das sehen wir beim nächsten Mal. Ciao.